Ja, hallo Leute, der Buki wieder hier mit einem neuen Review. Heute habe ich euch den Alvaha Orange Cream mitgebracht. Drauf sieht man eine Orange, stattdessen Eisbällchen, Vanillepflanze. Also soll ein Orange-Vanille-Tabak sein. Hier sieht man nochmal den Preis. 200 Gramm kosten 12,50 Euro. Kommen wir auch direkt zum Schnitt. Wobei ich glaube, bei den ganzen Alvaha-Sorten, man kann es einfach immer nur wiederholen. Es ist ein sehr, sehr feuchter Tabak, seht ihr. Mit einem durchwachsenen Schnitt. Große Blätter, teils auch kleine Blätter. Es sind viele Blattadern mit dabei. Also ja, sehr durchwachsen eben. Ich denke mal, das ist momentan Standard eben. Der Geruch. Also man könnte die Orange eigentlich sehr gut rausriechen, beziehungsweise man riecht die Orange eigentlich sehr gut raus. Mit so einem kleinen Vanilleton riecht an sich, also ich finde es ein bisschen abwertend. Das liegt aber vielleicht daran, dass ich Vanille nicht mag. Die Orangennote erinnert mich so ein bisschen an abgestandene Fanta. Kennt das vielleicht, ihr macht eine Fanta-Flasche auf und lasst sie ein paar Tage stehen, Kohlensäure ist raus und dann schmeckt sie einfach komisch. Ja? Und so riecht, finde ich, die Orange. Ja, so viel dazu. Setup seht ihr wie immer eingeblendet. Es ist der Tangius. Ja? Die Tangius Tower Bowl. Zwei lange dickere Alufolie, alles gelocht. Drei Prekos habe ich drauf. Sie haben einen Nagilim Deluxe Schlauch mit dem Eagle Class Mundstück. Die Rauchentwicklung ist auch wieder in Ordnung. Ich denke mal, da hat man nichts anderes erwartet. Man kann es immer nur wiederholen. Es schmeckt, ja, es raucht eigentlich ziemlich gut. Der Geschmack. Ja, es ist sehr schwer zu beschreiben, finde ich. Also die abgestandene Fanta schmeckt man meiner Meinung nach. So ein bisschen herb-süßlich gehalten. Die Vanille rieche nicht. Ein bisschen verpeilt wie immer. Die Vanille schmeckt man nicht ganz so wirklich raus, finde ich. Wenn euch wundert, warum es blubbert, ich habe noch einen Kollegen hier. Ja, der Geschmack ist sehr schwer zu beschreiben, finde ich. Also es schmeckt nach abgestandener Fanta mit einer herben und süßlichen Note. Also ich würde sagen, die Vanille kommt eigentlich so gut wie gar nicht durch, dieses Vanillemäßig. Es schmeckt mir trotzdem persönlich selber nicht so gut. Ich denke mal, das ist ein Tabak, bei dem ich über eine Kaufempfehlung nichts sagen werde. Weil es gibt wahrscheinlich genug Leute, denen der Tabak wirklich schmeckt. Und es wird wahrscheinlich viele geben oder auch welche geben, die sagen, der Tabak schmeckt mir nicht. Mir persönlich schmeckt er nicht. 12,50 Euro für 200 Gramm Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man da nichts falsch machen, da kann man den ruhig mal probieren oder man kauft sich oder tauscht einen Shot. Ja, so viel dazu, das war es eigentlich auch schon von mir. Herber, süßlicher Geschmack, Orange, kaum Vanille. Und ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Review.